Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich mal wieder in einer Vision unterwegs. Ich möchte diesmal einen 5-Masken-Run probieren. Und ja, ich hoffe, das klappt. Skillungen und alles, mit was ich gespielt habe, zeige ich am Ende von Run, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob es klappt. Ich habe das letzte Mal schon einen gelaufen und kurz beim letzten Boss, also bei Rexar, habe ich es verkackt. Dementsprechend hoffe ich, dass ich es diesmal schaffe. Und ich würde sagen, wir schauen rein. Ich habe meine Weak-Aura, wie ihr seht, am Start. Noch andere, werde ich vielleicht später auch nochmal was zu sagen. Und voll gebufft sind wir hier oben auch. Also wir haben alles soweit drauf. Dann würde ich sagen, starten wir einmal rein. Und ich schaue am Anfang jetzt, wo die, welcher der richtige Trank ist. So wie ich es schon bei dem 4-Masken-Run gemacht habe. Und dann machen wir einen Maßpuls, ziehen relativ früh schon HT tatsächlich. Einfach um, ja, einfach um es möglichst dreimal zu ziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit 5 Masken dreimal ausgeht. Wahrscheinlich eher nicht tatsächlich. Hat den Hintergrund, weil man natürlich wesentlich weniger Sanity hat. Also der grüne ist der falsche. Der ist Poison. So, jetzt sind wir hier in der Reisegestalt. Jetzt ziehen wir das alles zusammen. Das Problem ist, ich bin sehr schlecht mit den Tränken. Ne? Also da zu gucken, oh shit, den muss ich einmal anhitten. Es lief jetzt schon mal irgendwie nicht ganz so prickelnd. Also eigentlich muss man ihn früher anhitten. Jetzt gehen wir nochmal in die Reisegestalt. Jetzt habe ich hier den Dauerslow drauf. Okay, das war jetzt schon mal nicht so, wie ich es haben will. Egal. Also den Schmied habe ich jetzt noch mitgeholt. Hat den Hintergrund... Achso, hier ziehe ich jetzt hier schon HT, obwohl die Mobs jetzt nicht sonderlich krass sind tatsächlich. Ah, ich bin schon giftet, also kann ich jetzt in einem stehen bleiben. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Aber ich kann hier auch die Explosion ziehen. Das ist super, wenn man giftet ist. Ihr seht, ich habe hier diese Weak-Aura. Man sollte halt irgendwie trotzdem gucken, dass man nicht unbedingt CC't wird. Fällt mir gerade auf. Also das war jetzt tatsächlich nicht so gut. Und ich muss mal springen. Den großen habe ich jetzt ganz schön auseinandergenommen. Wir haben 5 Masken an, oder? Ja, habe ich. Eigentlich müsste der richtig viel Leben haben. Hier das Totem sollte ich jetzt mal töten. Dann müssen wir den Dude noch umbringen. Und zwar, ja, gibt der mir jetzt noch einen schicken Buff gleich. Wir machen nämlich jetzt 10% mehr Damage, was nett ist, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe natürlich... Halt, warte mal, wir wollen keine Orb benutzen, wir wollen einmal das Food benutzen. Komm, Junge, mach das Tor auf hier. Dann müssten wir nämlich fast wieder voll sein. Zack, seht ihr das? So muss das laufen. Jetzt haben wir tatsächlich noch Inka für den nächsten Pull frei. Und die Tosse ist auch da, was gut ist tatsächlich. Warum hat mir das jetzt so viel geistige Gesundheit gekostet? Das war jetzt tatsächlich gerade nicht gut. Ja? Also, so sollte das eigentlich nicht laufen tatsächlich. Ich ziehe jetzt die bewusst relativ weit hinter. Den Hintergrund, dass ich will, dass sie... ich bin giftet, ist das gut. Das ist jetzt sehr gut. Wir müssen jetzt aber hier trotzdem Wall ziehen, weil hier kriege ich immer extrem viel Damage. Wie lange sind wir noch giftet? 10 Sekunden, können wir in einem drin stehen bleiben. Seht ihr das? Wir ratzen hier ordentlich rein. Jetzt müssen wir langsam schauen, dass wir rauskommen. Die hauen verdammt viel Schaden rein. Also das ist tatsächlich relativ krass. Also der Pull macht am meisten Damage, vor allem sie haut halt ordentlich raus. Aber sie gibt nochmal so einen Tempo-Buff. Und der ist natürlich sehr sweet. Und ja, den nehme ich immer ganz gern mit. So. Was? Ach so, deswegen kriegen wir so viel Schaden. Erlittener Schaden um 900% erhöht. Ah, okay. Ich habe mir noch nie die Buffs angeguckt. Ja gut. Ich denke mir immer, ne? Eigentlich bin ich immer hier komplett safe in dem Run. Warte mal, da hinten ist ein Trank rot. Rot ist 100 Sanity. Das ist zum Beispiel richtig. Also der rote ist der Trank, den wir haben wollen. Das war jetzt gut, dass ich mal einmal aufgepasst habe. Ah, fuck it, jetzt weil ich hier natürlich rumgehe. Warte mal, war da oben noch ein 100 Sanity? Oh, da oben ist, glaube ich, noch ein roter Trank. Nee, das war was anderes. Was ist denn das hier? Pink, prozentuale Heilung. Ja, also die anderen Tränke muss man nicht unbedingt große Umwege laufen. Für... Aber die roten, die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Das Problem ist, ich bin halt ein Blindfisch, ne? Also, es gab Runs, wo ich hier gemacht habe, da habe ich keine einzige. Hier ist ein blauer. 5% Defense. Habe ich den jetzt angeklickt und nicht fertig gemacht? Ich bin halt ein Vollidiot, ne?
Ja, ich glaube, ich sollte die lieber liegen lassen. Das kostet mir viel zu viel Zeit, die ganzen Dinger hier aufzumachen. Fuck, da ging das Ding nicht mehr komplett durch. Ja, das war jetzt ganz schön schlecht, was ich da gespielt habe. Den ein bisschen rausziehen da. Ich war zu greedy und ich wollte den Laser am Anfang durchhauen. Und wenn man zu greedy ist, dann, ne, ist manchmal nix. Ja, super, jetzt sind wir giftet. Das bringt natürlich viel. War jetzt hier noch irgendwo ein Trank? Hier ist eine Kiste. Ich weiß, eigentlich sollte man die Kisten, glaube ich, beim 5-Masken-Run einfach liegen lassen. Aber da ich es wahrscheinlich eh wieder verkacken werde, nehme ich wenigstens relativ viele Münzen mit. Also wir haben schon eine gute optimistische Grundeinstellung, ihr merkt es schon. Jetzt kann ich hier gleich nochmal einen Food reinhauen. Das machen wir direkt hier. Das müsste ja hier das leichte Viertel sein. Nee, nee, 5 Masken haben schon andere Leute schon viele gemacht. Da bin ich jetzt nicht World First, aber ich denke mal, ich bin jetzt von der kompletten, also wenn ich es jetzt heute schaffen sollte, ne, bin ich vielleicht bei den ersten paar Prozent dabei. Aber es haben schon viele gemacht, ne? Also die Illusion braucht ihr euch nicht hingeben. Das haben schon einige geschafft tatsächlich. Vor allem Klassen wie ein Hunter hat da natürlich extreme Vorteile. Also BM Hunter zum Beispiel mit den ganzen Pets, ne? Wenn irgendwelche Casts auf die gewirkt werden, die können halt mit den Pets alles wegtanken und die ganzen Casts gehen auf die Pets und sie verlieren halt einfach keine Sanity. Easy going. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt natürlich schon Klassen, die da Vorteile haben. Als Tank ist es auch nicht so schwer, ne? Jetzt zum Beispiel, wenn ihr einen Magier spielt, sieht die Sache halt schon mal ganz anders aus. Ein Magier hat es wesentlich schwerer, würde ich mal sagen, als ich jetzt als Druid Tank. Also das ist schon, also jetzt den Solo-Run zu machen, ne? In der Gruppe ist es natürlich auch nochmal eine andere Sache. Ich spiele hier bewusst kleine Dinger, kleine Packs, weil der Slow dich bei den vielen Void Zones oft schon, ja, schon ficken kann quasi. Und ich mache es tatsächlich in dem Gebiet lieber ein bisschen vorsichtiger, als dass ich es dann verkacke. Wobei hier, das kostet mir fast zu viel Zeit. Ich brauche für den oberen Mob, jetzt sind wir giftet. Ah, ich darf aber jetzt nicht wieder so greedy werden. Wir machen es jetzt anders. Ich pull jetzt die zusammen, ziehen hier. Ja, es war jetzt hier nicht so gut tatsächlich. Nein, jetzt bin ich gefeiert. Das ist jetzt schlecht. Jetzt casten sie beide durch. Ich wollte das. Ich habe gesehen, das erste habe ich beides interrupted mit einem Ding. Und dann habe ich aber den 4 gekriegt und den konnte ich leider nicht mehr interrupten. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ach, warum? Das nochmal ein roter Trank. Fuck, warum chargt er denn da jetzt rein? Ach ja, stimmt, der rote war der richtige. Na, jetzt kommt der Stun. Ach, warum chargt denn der Mob da rein? Warum? Ich wollte ihn absichtlich nicht pullen. Habt ihr gesehen? Jetzt ist dieser blöde Gammler da reingecharged. Ich konnte den nicht interrupten, hab den 4 gefressen und danach den nächsten CC. Das war jetzt ätzend. Das war jetzt richtig ätzend. Aber gut. Okay, ich bin jetzt giftet. Boah. Jetzt machen wir die hier noch. Eigentlich hätte ich jetzt oben den einen mit dem Gifted-Buff machen können, aber ich setze für den oberen dann die Orb einfach ein und fertig ist. Wisst ihr, also ich ziehe jetzt oben auf den einfach die Orb, was halt jetzt eigentlich schon wieder viel zu früh ist, aber okay. Alter, das war ganz schön knapp jetzt. Wäre beinahe der Proc noch gekommen. Ja, eigentlich hätte ich den auch mit dem Gifted-Buff machen können. Na, das habe ich jetzt eigentlich nicht gut gespielt. Ich hätte eigentlich mit dem Gifted-Buff hochgehen sollen, den und dann den anderen machen. Das ärgert mich jetzt gerade schon wieder. Ich hab eigentlich die Orb viel zu früh gezogen. Das war jetzt echt unnötig, tatsächlich.
Warum mache ich sowas? Das ist ein roter, den kann ich mir aufheben. Fuck, jetzt bin ich hier auch noch gestunt. Komm, den hebe ich mir auf, den roten. Ich mache jetzt die Kisten vorne auf, weil wenn ich den großen töte. Ah, ich hätte mir halt easy die Orbs sparen können, ne? Ich hätte mir die easy sparen können, wenn ich es jetzt nicht so dumm gemacht hätte. Naja, egal. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Der kann halt eigentlich gar nichts, solange man einfach nur moved. Jetzt bin ich sogar noch giftet. Muss ich sogar am besten schnell zu dem hin. Wie viel habe ich denn noch? 40 VHT. Fuck, ich war zu zügig hier unterwegs. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Den habe ich echt gut runter. Ich glaube, den habe ich noch nie so gut runtergespielt, tatsächlich, den Boss. Ja, super. Jetzt habe ich halt hier den einen Trank noch ready, aber bin halt voll. Weißt du, ich hätte halt mit dem Trank und den Bossen, ich hätte es viel besser machen können, dann hätte ich mir halt die eine Orb sparen können. Ah, das ärgert mich jetzt tatsächlich echt richtig. Aber okay, ist jetzt so. Ach so, ja, warte. Glaub, hier stealth ich jetzt einfach durch, oder? Scheiß drauf. Obwohl, jetzt habe ich die Anfangsmobs hier nicht. Nehmen wir die noch mit? Was haben wir da in Grauen? Fire Breath? Weil die Mobs brauche ich alle halt einfach nicht. Das ist halt komplett sinnlos, die zu machen. Jetzt sparen wir uns die Zeit hier einfach. Hä? Warum habe ich jetzt da was bekommen? Also normalerweise kannst du halt den einen Boss da noch mit ran. Dings, ah, das ist jetzt perfekt. Jetzt bin ich hier gegen den giftet. Hütet euch. Können wir den einfach lasern? Das lief jetzt ganz gut eigentlich, tatsächlich. Hütet euch. Ach, eigentlich hätte ich jetzt sie noch rausholen müssen vorher. Und das Food hätte ich jetzt vorher nur essen sollen. Nehmen wir sie einmal raus. Hauen das Food drauf. Ich hab's fast ein bisschen zu früh jetzt gemacht, ne? Ja, ich hab's zu früh gezogen. Shit. Das war jetzt auch nicht so gut. Am besten bei dem nächsten Boss jetzt kein Dings ziehen. Obwohl, ich kann da noch HT theoretisch ziehen. Naja, super, jetzt bin ich halt hier giftet. Das ist halt jetzt wasted. Eigentlich bräuchte ich es beim Boss. Ah. What the fuck, warum höre ich jetzt nicht mehr auf zu move? Ach, das ist dieser scheiß Trank, ne? Der Trank, der dann einen die ganze Zeit zum Moven bringt, richtig ätzend.
Kann ich noch nicht benutzen, ich muss da hoch, okay. Ich hab noch genug, also eigentlich brauche ich's. Komm, ich gehe auf Risiko. Ich zieh, also ich was heißt Risiko? Ich ziehe jetzt hier keine Orb, sagen wir es mal so, weil das ist halt, wäre dann halt echt wasted. Ich ziehe aber bei dem. Warte, ist das gleich die Explore? Hütet euch. Hütet euch. Alter, den habe ich ja weggeschmolzen aus dem Leben, ne? Gut, ich hatte ja T an. Es war eine Zeit 65k Single Target. Gar nicht so schlecht eigentlich. Also für einen Tank, ne? Für einen Tank ist das halt nicht schlecht. Ich habe noch zwei Orbs und ich habe noch meinen Free Death. Also sieht gut aus, aber ne, es kann hier so schnell einen Berg abgehen. Brauche ich euch, denke ich mal, nicht erzählen. Ich muss jetzt halt einfach vorsichtig spielen. Muss einfach vorsichtig spielen und dann ist alles easy. Ich brauche jetzt eigentlich gar nicht irgendwie krass, krass reinspeeden oder so. Darf halt jetzt einfach keine Fehler machen. Okay, ich bin giftet. Ich kann jetzt die Mobs hier easy mitnehmen. Also ich brauche die nicht, aber ich bin eh noch giftet. Alter, schau mal, der Laser, ne? Die sind halt, haben halt mehr Life, ne? 125%. Und der Laser kommt rein. Und die sind halt einfach alle, die sind halt alle Insta-Rip. Ah, ich weiß jetzt halt nicht, ob ich die nicht skippen will lieber. Also ich gehe jetzt halt hier echt auf Nummer sicher immer. Fuck, ich bin gefeiert und gestunt in dem Scheiß. Das ist jetzt ungünstig. Fuck, okay, ich hänge an dem Ding. Also ich kann jetzt halt noch eine Orb, ne, bei dem oben ziehen. Und ich kann eine Orb beim Endboss ziehen. Und ich habe noch mein Ding. Also eigentlich, kann ich es jetzt, ne, wenn ich nicht einen groben Schnitzer reinhaue, ist fast nicht mehr verkacken. Das sieht sehr, sehr gut aus. Aber, ne, grober Schnitzer ist halt schnell mal passiert, tatsächlich. Er vor allem, er ist so ein Abfuck-Mob. Er kann dir übelst die Sanity runterhauen, wenn's blöd läuft. Warte mal, da gespawnt noch so ein Viech. Fuck, das hat mich jetzt noch gefeiert. Jetzt hauen wir noch ein Food rein. Ja, ich weiß, dass ich ihn nicht brauche, aber ich war gerade giftet. Und dann kann ja eigentlich nicht viel passieren, weißt du? Und warum die ihn dann nicht mitnehmen? Weißt du, was ich meine? Jetzt spare ich hier alle Cooldowns. Oh fuck, was hat der jetzt mit mir gemacht? Okay, er hat mich gestunt. Ich bin auch noch giftet. Okay, jetzt muss ich schnell da an den Boss ran. Orb aufstellen. Darf ich halt nicht wieder den gleichen Fehler machen, den ich das letzte Mal gemacht habe. Na gut, okay. Wieder in so ein scheiß Ding reinlaufen. What the fuck, diese Geisterbestien hauen mich ja übelst runter.
Nein, ich bin in die Falle reingelaufen. Den gleichen Fehler, wie ich das letzte Mal gemacht. Ich bin halt so bad, ne? Das ist halt unglaublich. Ich bin halt wieder in die Falle reingelaufen und hab mein Freedev gewastet. Darfst du keinem erzählen. Ich wollte den Dingern ausweichen, hab die Falle wieder nicht gesehen und bin da wieder reingelaufen. Jetzt habe ich mein Freedev gewastet. Ja, keine Ahnung. Ich hasse mich gerade schon wieder selber. Aber ich habe noch eine Orb und ich bin eigentlich voll mit Sanity. Also jetzt weiß ich halt nicht. Ich kann jetzt halt hier noch die Mobs machen und auf mein HT warten. Soll ich, kann ich 5 Minuten überstehen? Ich bin halt echt am überlegen, weißt du, was ich jetzt mache? Ich warte jetzt auf mein HT, weil ich habe halt auch jetzt kein Freedev mehr. Und mit HT fühle ich mich ehrlich gesagt sicherer. Ich weiß halt nicht, ob ich 5 Minuten jetzt überbrücken kann, ne? Ich müsste halt so ein paar Tränke finden. Hier haben wir einen blauen Trank. Was macht blau? 5% defensiv. Nehmen wir den mal mit. Ja, das war halt total dumm. Ich weiß gar nicht, ob man den Boss rausziehen kann. Okay, Ding ist nicht da. Also, ich hab's schon grob verkackt, ja. Also bei Rexa, das habe ich wieder grob verkackt. Das Ding war halt ziemlich unnötig, dass ich jetzt die Falle gefressen habe, ne? Da ist jetzt einiges draufgegangen für, aber ja, so ist es. Ich darf jetzt halt beim Endboss keinen Scheiß spielen. Also wenn ich beim Endboss keinen Scheiß spiele, dann müsste es eigentlich gehen. Weiß jetzt halt noch, 4 Minuten sind es noch. Keine Ahnung, ob ich so lange hier quasi, wenn ich einfach nur ein paar Mobs umhaue, immer mal wieder den Gifted Buff hole, ob ich dann quasi so lange ausharren kann, dass ich wieder HT habe. Keine Ahnung, ob das reicht. Das probiere ich jetzt gerade. Wenn es nicht reicht, dann ist es so. Deswegen. Ja, schauen wir mal. Ich muss hier nochmal auf den Gifted. Hier oben haben wir noch ein. Warte mal, blau ist wieder defensiv, ne? Nee. Ah, wir sind giftet, perfekt. Da ist ein Kristall, aber das ist kein Ding. Hätten wir mal irgendwo suchen müssen, ob wir quasi noch irgendwo einen roten Trank, also auch in den anderen Vierteln, ob da noch rote Tränke rumlagen. Ja, ich glaube, 3 Minuten wird das halt nicht mehr. Hier ist ein grüner, aber grün ist Poison, ne? Also grün brauchen wir nicht. Eigentlich total dumm, dass man am Anfang so reinspeedet, ne, und dann am Ende hier ewig ausharrt. In dem scheiß HT. Bei Garona war ein roter. Das da hinten. Ah, das ist auch ein roter. Nice, ich habe noch einen roten gefunden. Und ich kann auch noch fooden. Warte, wenn wir jetzt fooden, dann holen wir relativ viele Fälle rein. 3 Minuten haben wir noch. Und ich habe ja auch noch eine Orb, ne, also. Seht ihr, da ist immer schon fast wieder voll. Perfekt. Bin mir fast überlegen, ob ich nur irgendeinen Mob überlasse, dass ich mir am Ende noch einen Gifted Buff hole. So, aber Mobs müssten wir jetzt fast alle tot haben. Ja, die Schweine weiß ich, dass ich die schnell wegmachen muss. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist das jetzt? Das ist Violett, oder? 2% Heilung. Den können wir noch mitnehmen. Suchen wir mal alle Tränke. Oh, jetzt hätte ich fast den Trank angeklickt, ne? Weil ich dachte, oh, ich kann hier was looten. Das wäre jetzt suboptimal gewesen. Wahrscheinlich ist das jetzt übertrieben, was ich mache mit dem HT, aber, ne? Besser alles mitnehmen, als es dann zu verkacken. Was haben wir da hinten? Da haben wir noch so ein Kristall. Die kann man nehmen und bei so einem Mob abgeben. Das können wir auch noch machen. Hier ist aber kein Trank drin, so wie ich das sehe. Jetzt checken wir einfach mal die Gebäude noch. 2 Minuten sind es noch. Ah, wenn diese Buffs auslaufen, kriegt man immer einen negativen Effekt. Eigentlich auch nicht so geil, ne? Habt ihr gerade gesehen, ich wurde jetzt in der Gegend rumgefiert. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Weil du kannst dann schnell mal in irgendwas reinrennen, was du halt nicht haben willst. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas rumfliegt. Ich glaube, war da noch was? Nee. Ah, hier ist noch ein Trank. Aber das ist, glaube ich, ein grüner, oder? Oder was ist das? Nee, schwarze Flüssigkeit, Fire Breath. Ja, den können wir mitnehmen. Dann haben wir hier den Dude, wo man das Zeug abgeben kann. Ist da noch irgendwas? Nee. Hier kannst du die Kristalle abgeben. Ich weiß gar nicht, wie viel man da insgesamt. Ah, da ist ein grüner, den darf ich nicht anklicken.
Okay, also dem habe ich jetzt ein paar Kristalle gedrückt. So, wir haben jetzt noch 29 Sekunden. Super, jetzt sind wir giftet. Scheiße. Ach, keine Ahnung. Ja, scheiß drauf. Also ich gehe jetzt, jetzt warte ich das HT noch ab. Dann haue ich hier so eine Orb rein. Ich weiß jetzt halt nicht, wie weit ich vorgehen darf. Für die Orb. Und eine Minute. So. Ah fuck, das Ding ist da hinten drin. Hütet euch. Fuck, jetzt hat er durch mich durchgecastet. Hütet euch. Echt aufpassen hier. Halt, warte mal, da muss ich das Ding reinhauen. Hütet euch. Hütet euch. Alter, hier ist alles voll auf dem Boden. Scheiße, das siehst du halt jetzt nicht mehr gut. Hütet euch. Ich hätte nicht so wild rumlaufen sollen, hä? Wo ist denn mein Pott? Ich muss noch einen Pott reinhauen. Das Spiel ist halt schon wieder richtig bad hier, ne? Durch alle Voids und durch alles durch. Aber ich habe noch ein bisschen geistige Gesundheit. Das müsste eigentlich ausgehen. Hütet euch. Jo, da ist er. Haben wir den 5-Masken-Run. Aber ehrlich gesagt, ich habe es halt nicht mal gut gespielt, ne? Also, es war halt nicht mal gut gespielt und ich habe es halt trotzdem hingekriegt. Also, sowohl Thrall als auch den habe ich halt hart verkackt, ne? Aber es war halt auch einfach jetzt die Woche. Habe ich mir jetzt gemerkt, wie viele Marken ich... Ich glaube, ich hatte irgendwas um die 8000. Vielen Dank euch. Was haben wir denn jetzt hier gekriegt? 470er Item mit Vermeidung, aber kein Corruption. Das ist halt... Ja, das brauche ich halt tatsächlich nicht. Okay, schade. Ah, das Totem ist drin. Nice. Das Toy brauche ich hier noch. Nice, brauche ich hier nicht mehr reingehen, um das zu farmen. Sehr schön. Hat sich schon mal rentiert. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall OG schon mal weg. Von den Achievements. Jetzt brauche ich fürs Meta noch SW und dann halt den Umhang hier auf Maximum und noch ein paar Marken. Aber wir gehen jetzt mal raus und gucken, wie viele Marken ich habe und dann zeige ich euch, was ich mir alles draufgehauen habe. Für die Leute, die es interessiert, was ich geskillt habe und so, ne? Ich habe ja gesagt, das machen wir nach dem Run dann. Jetzt kommt der Ding hier, seht ihr das? Wenn das jetzt im Kampf gekommen wäre, wäre halt echt ätzend gewesen. So, ich hatte glaube ich 8000. Jetzt sind wir bei 13.000. Ja, du kriegst etwa 5.000 Marken, ne? Wenn du einen Full Clear machst. Krass. Also da geht schon ordentlich was. Also, klar, also ich habe hier das Ding einmal komplett voll, ne? Das ist eh logisch. Umhang habe ich hier auf Stufe 12, da kriegt man ja 65% mehr, das ist recht praktisch. Und sonst, was ich geskillt habe, kann ich auch kurz zeigen. Ich habe einmal Dornranken geskillt, wilde Attacke, also das ist mein Charge, Gleichgewichtsaffinität, das habe ich quasi Eulenzauber, das habe ich aber nicht genutzt, sondern einfach für 3 Meter mehr Radius auf meine E-Zauber, macht viel aus bei Vielgekliebe. Typhoon zum Unterbrechen von mehreren Mobs, einfach um ein bisschen wegzukicken, die Inka quasi um große E-Pulse machen zu können, um mehr reinzukleven. Und dann haben wir Erdenwächter und Beißen und Reißen. Beißen und Reißen einfach nur ein bisschen mehr Schaden auf die Mobs zu bekommen. Genau, das ist soweit zur Skillung. Dann einmal hier die ja, Essenzen, die ich drin habe. Als Main Essenz ist Anima drin, das ist ein großer RE-Schaden. Und Eigenheilung ist ganz nett. Dann Nullifikationsdynamo, der gibt mir ein Schild. Und wenn das Schild gebrochen ist von Magic-Schaden, ist also nur Magic-Schaden geht auf das Schild, dann wird das auf die Gegner zurückgeschmissen. Also ist auch relativ guter Single-Target-Damage noch mit drauf. Dann hier Stärke des Wächters habe ich. Einfach um weniger Corruption zu haben, ist noch ein bisschen Heilung eigentlich. Die Heilung brauche ich nicht, aber die anderen Sachen sind halt auch irgendwie sinnlos, die mir Verderbniswiderstand bringen. Und dann haben wir den Schmelz, also hier die Flamme drin, Schmelzsiegel der Flamme, um noch ein bisschen Schaden zu haben. Genau. Dann vom Corruption Gear spiele ich mit insgesamt 33 aktiver Corruption, dass ich unter den 40 bin, dass nicht diese Viecher kommen. Wäre auch nicht schlimm, wenn sie kommen würden, aber... ja, ich brauche nicht unbedingt mehr Schaden, das ist halt nur risky, falls dann noch so ein Viech kommt, mich irgendwie blöd weghaut, ne? Dachte ich mir, spiel lieber safe. Ich habe hier einmal
quasi Zwielichtsverwüstung, das ist dieser AE-Strahl. Und dann haben wir das hier nochmal drauf, also zweimal, aber nur zweimal hier 6%, also relativ low tatsächlich. Und dann habe ich nur einmal hier einen lowen Echoing Void mit drauf, also wieder eine Leere. Das ist soweit das Ding. Und was dann vielleicht noch relevant ist, ich habe mit zwei Used Trinkets gespielt, einmal mit dem Mechagon Trinket, wo ihr quasi diese Lochkarte reinhaut von der Ruffraktion, dann könnt ihr so einen Laser raushauen, macht ganz gut Single-Target-Schaden. Und dann habe ich hier noch den Fernleitgerät, das ist auch aus Mechagon aus der Instanz. Das haut einfach halt auf einmal relativ gut Schaden und ein bisschen AE-Damage noch mit raus. Also die beiden Used Trinkets sind ganz praktisch, genau. Und sonst hier die Dings-Trades sind eigentlich relativ irrelevant. AE-Trades sind ganz gut, also gekrümmte Klaue ist ganz nett, aber das ist jetzt eigentlich nicht sonderlich relevant. Genau. Und dann habe ich mir halt alles Mögliche reingehauen. Von dem Rackfood, also hier. Ich kann es mal kurz zeigen, welches das ist, falls euch das interessiert. Und zwar das hier müsste es sein, genau. Das Gulasch. Dann reckt man alle Sekunde 2% maximal Leben. Ich habe hier, na, jetzt habe ich die Buffs nicht mehr drauf, aber eben hatte ich nur über 1 Million live. Das sind 2% sehr viel tatsächlich, ne? Und ja, also eigentlich braucht man so das Tank nicht so wirklich, aber ich bin mal wirklich auf komplett safe gegangen und dementsprechend habe ich halt mit dem Food das gemacht. Zusätzlich haben wir noch Flask drin, dieses Buff-Food, eine Rune habe ich mir noch reingeknallt. Dann habe ich mir die zwei Rollen raufgehauen, also Ausdauerrolle und quasi die Angriffskraftsrolle. Da könnte man sich natürlich auch die richtigen Buffs holen. Und dann habe ich halt noch mit meinem HT gespielt. Da kann man sich natürlich auch eine Rolle holen. Oder man, also Trommeln, ne? Oder man macht es halt wie ich, weil ich Lederer bin, habe ich mir dieses Item gebaut, wo ich dann das ziehen kann. Und ihr habt gesehen, ich habe es dreimal gezogen, relativ früh im Kampf. Einmal mittendrin und am Ende habe ich dann nochmal 5 Minuten ausgesessen. Es ist eigentlich schon krass, dass du 5 Minuten aussitzen kannst, dass HT wieder ready wird. Eigentlich schon krass. Naja, genau. Das sind die Sachen, mit denen ich gespielt habe. Ja, mehr kann ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen. Wenn ihr da noch Fragen habt, packt es einfach unten in die Kommentare. Und ja, ich werde jetzt demnächst noch versuchen, OGE auch zu klären und euch dann auch da noch ein paar Tipps zu geben. Und vielleicht mache ich dann noch mal ein Video für die Wiegauren und so. Das wurde sich gewünscht, weil mein kleines Tipp- und Trick-Video anscheinend für manche nicht umfassend genug war. Vielleicht bastle ich dann noch mal extra was. Genau, das war's mit dem kleinen Video, Eutela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.